Das Geschehen auf HT1 wird Ihnen präsentiert von Max Center. Best Jobs Inside. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von HT1 Hausruck. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. In unserer Sendung berichten wir diesmal unter anderem vom Bezirksjägertag im Veranstaltungszentrum Mangelburg und wir haben auch einen ganz interessanten Studiogast. Also, auf geht's in die Bezirke Christkirchen und Everding. Ja, die wildeste Freestyle-Show der Welt ist zurück in Linz. Die Linzer Tipps Arena, ja, die wird beben, die wird jubeln und die wird auch brennen. Mehr Informationen dazu gibt es jetzt bei mir im Studio. Ich darf herzlich begrüßen Robert Braun, den Veranstalter. Hallo. Hallo Robert. Ja, wann ist es soweit? Und natürlich die Frage, wie actionreich wird es denn heuer werden? Es ist soweit am Samstag, 11. April um 20 Uhr in der Tipps Arena und letztes Jahr haben wir es zum ersten Mal gemacht. Es wird heuer auch sehr, sehr actionreich. Mhm. Kann man sagen, alles was Räder hat, fliegt? Alles was Räder hat und Kufen, denn das Schneemobil wird auch kommen, nicht nur die Motocross, BMX, Mountainbike, die Freestyle-Motocross natürlich, alles ist dabei. Und ich denke, man freut sich schon drauf, oder? Wir freuen uns alle, ja. Also wir arbeiten jetzt seit über einem halben Jahr intensivst an der Veranstaltung. Wir waren gerade vor einem Monat in Wien bei 4 großartig besuchten Shows, 30.000 Besucher dort. Und alle Besucher, was man so auf Facebook liest und was man Mails bekommt, also es freut sich jeder schon. Ja, wie gefährlich diese Sportart ist, wir haben uns dann gleich in Kürze unterhalten. Denn zunächst geht's ab ins Veranstaltungszentrum Mangelburg zum Bezirksjägertag. Dieser Beitrag wird Ihnen gewidmet von Lindinger Stein- und Hygieneprofi. Ihr starker Partner für Reinigung, Schutz und Pflege von Naturstein. Weidmanns Heil hieß es vergangenen Samstag in der Mangelburg Christkirchen beim Bezirksjägertag. Über 400 Jägerinnen und Jäger fanden sich ein, um neben Ehrungen und Jahresstatistiken vor allem über aktuelle Themen der Jägerschaft zu sprechen. Ja, das Image der Jäger ist besser als manche meinen. Dort und da gibt es vereinzelt schwarze Schafe. Und das Problem ist in der heutigen Gesellschaft ganz allgemein. Wenn jemand einen Fehler macht, dann heißt es, ja, alle sind so. Und dieses Thema, ja, alle sind so, das müssen wir bereinigen. Und ich denke, es wird schon aufgezeigt, gerade auf den Bezirksjägertagen, welchen Stellenwert die Jagd in Oberösterreich hat. Und ich finde, Sie können mit Stolz auf diesen Bezirksjägertag gehen, weil wir wissen, Sie sind einer der ersten Naturschützer, die wir haben. Denn wenn das Wild keinen natürlichen Feind hat, dann braucht es die Regulierung des Menschen. Und je vorbehaltloser und je besser im Einklang das funktioniert, desto besser ist es auch für das Zusammenleben in einer Gemeinde. Und daher ist für mich selbstverständlich, dass ich da immer herkomme, dass ich dieses Ehrenamt auch entsprechend wertschätze, dass man einmal Danke sagt für das, was da gemacht wird. Weil würde das nicht ehrenamtlich gemacht werden, müssen wir es zahlen. Und das war volkswirtschaftlich an uns, das wären Unsummen. Anlässlich des Weltfrauentags, der am selben Wochenende stattfand, stellte sich natürlich die Frage, wie es den Frauen in einer oft als Männerdomäne bezeichneten Umgebung geht. Man sieht es also, Jäger war früher immer eine Männerdomäne. In den letzten Jahren haben wir schon 20%, 25% der Jokers-Teilnehmer Frauen gehabt. Heuer haben wir wieder nur von 23 Teilnehmern eine einzige Frau. Ich weiß nicht, an was das liegt. Ich würde mir auch sicherlich mehr Frauen wünschen in der Jagd. Ja, da habe ich mir am Anfang gedacht, da bin ich jetzt gespannt, wie das wird. Aber ich muss ehrlich sagen, es ist recht lustig. Die haben wir alle ganz gut aufgenommen und wir haben recht den Spaß miteinander. Das passt gut. Bei uns in Toledo sind die Frauen total gleichberechtigt. Also da gibt es überhaupt kein Thema und ich kann nur positive Erfahrungen mit den Jägern. Also ich könnte nicht sagen, dass irgendwer sich negativ Frauen gegenüber verhalten hätte. Für mich ist eigentlich das Draußensitzen und das Beobachten, das ist fast meditativ, kann man sagen. Der Bezirksjägertag. Auch eine Gelegenheit, sich an die eigenen Anfänge zu erinnern. Mein erstes Jagderlebnis war sehr aufregend. Es war nämlich so, ich bin lang angesessen auf meinem ersten Jährling. Und wie es dann so wie weit war, haben die Knie dann schon geschluttert. Da habe ich ein bisschen warten müssen, bis ich vom Hochstand runtergekommen bin. Ja, das erste Jagderlebnis war ich sowieso erst nach 2-3 Jahren nach der Jagdprüfung. Und da hat mich mein Jagdmentor, das mir aufgeht, auf einen Rehbock eingeladen damals. Und mein Guide hat gesagt,
hoffentlich hast du nicht gut aufgeschossen, hoffentlich steht er immer auf. Sage ich, nein, geht, der liegt. Mein erstes Jagderlebnis, das war, wie ich meinen Papa in Rehbock vertrieben habe und geschrien habe, Relikum. Multikraft und effektive Mikroorganismen. Besuchen Sie uns auf der Messe Garten Salzburg im Messezentrum Salzburg von Freitag 20. bis Sonntag 22. März, Halle 3/5, Stand 313. Wir sind über 70.000 Sekunden Musik pro Tag. Und wir spielen keinen Hit doppelt bei der Arbeit. Wir sind pro Tag über 4.400 Sekunden Nachrichten aus Österreich und der Welt. Wir bringen jede halbe Stunde die aktuellsten Wetter- und Verkehrsinformationen. Wir sind Ihr mobilstes Medium und sind täglich 24 Stunden für Sie on Air. Wir bringen Sie zum Lachen, Weinen, Staunen und Träumen. Wir sind Kino im Kopf. Täglich und das mit ungeahnter Leidenschaft. Sie sind wir und gemeinsam sind wir Radio Arabella. Ja, am Samstag, dem 11. April, ist es soweit. Masters of Dirt kommt nach Linz in die Tipps Arena. Und ja, wir haben schon uns ein bisschen unterhalten über die ganze Show. Die Frage ist natürlich, wie gefährlich ist das Ganze? Ich nehme an, bis man diese ganzen Stunts kann, da vergeht viel Zeit und da passiert auch einiges, nämlich auch einige Stürze, oder? Prinzipiell ist es natürlich schon gefährlich, aber die Burschen trainieren mittlerweile sehr professionell, sei es jetzt die FMX-Fahrer, die Mountainbiker, die BMXler. Die haben alle so Schnitzelgruben, wo die mit Schaumstoff gefüllt sind, so wie es die Turner machen, die Leichtathleten. Und da machen die ihre Tricks hinein, bevor sie einmal wirklich an die Rampen gehen, sage ich mal, und bei den echten Landungen das machen, und da kann man sich schon sehr gut vorbereiten. Natürlich passiert hin und wieder was, aber es sind alles Profis und naja, Stürze gehören dazu. Ist leider so. Mhm. Wie lange braucht man dann eigentlich wieder, dass man sagt, jetzt besteigt man wieder das Motorrad? Ich glaube, man muss wahrscheinlich sofort wieder rauf, oder? Ich meine, sofort ist... Es kommt halt darauf an, ob's, wie schwer ein Sturz ist, ob es unter Anführungszeichen normale Stürze sind, weil die sind ja auch, die haben ja Protektoren und so weiter, und mit viel Glück passiert dann nicht immer gleich etwas, das, aber was man so hört, ich selber komme vom Wakeboarden und tue nicht Motocross fahren. Man hört aber, dass die Burschen doch also viele Knochenbrüche haben, angefangen von Schultern, die Knie, die Schienbeine, Oberschenkel, alles ist da schon mal kaputt gewesen. Und ich glaube, dass das schon eine ziemlich zache Geschichte ist. Und ja, wir hoffen, dass nichts passiert, weil bei uns es ist eine Show und sie machen schon gute Sachen und versuchen das Beste zu zeigen. Aber es ist ja nicht so der Wettkampfdruck dahinter. Aber diesmal rechnen wir doch mit knapp 5.000 Besuchern und wir hoffen, dass die denen schon ein bisschen einen Druck machen. Mhm. Schon selber mal ein bisschen Lust bekommen auf das Ganze oder sagt man eher, na, ich schaue mir es lieber an? Also mein Ziel ist es schon, mir selbst einmal so ein Motocross zu besorgen und dann mal im Kleinen auch das Ganze ein wenig zu versuchen. Mhm. Ja, es ist auch heuer wieder einiges geplant und die Highlights, die gibt es dann in Kürze. Ich würde sagen, jetzt geht's ab in die Werbung. Der neue Ford Focus erwartet Sie mit noch markanterem Design und einem athletischen Auftritt. Auch das Interieur zeigt einen neuen Look. Weniger und mehr. Im neuen Ford Focus erwartet Sie mehr Technik, wie zum Beispiel der aktive Einparkassistent. Das Ergebnis ist der innovativste Ford Focus aller Zeiten. Freuen Sie sich darauf und lernen Sie ihn kennen bei Autohaus Ford Danna in Griskirchen und Gaschpolzhofen. Manche Momente sollte man nicht verpassen. Moments, das Magazin für die schönsten Augenblicke. Neu
Jetzt im Zeitschriftenhandel. Multikraft und effektive Mikroorganismen. Besuchen Sie uns von Freitag 20. bis Sonntag 22. März auf der Messe Blühendes Österreich in Wels. Sie finden uns in der Halle 4. Ja, auch heuer gibt es wieder ein atemberaubendes Showprogramm. Was sind denn die besonderen Highlights? Also neben natürlich Motocross, BMX, Mountainbike, Quad und Schneemobil sind die Fuel Girls wieder da mit einer neuen Feuershow, viel Pyrotechnik und Flammen. Also es tut sich wieder sehr viel. Und ich habe jetzt gerade vor einer Woche vom Erfinder der Show, vom Georg Fechter, die ja jetzt gerade in Wien, wie gesagt, die Show gehabt haben, erfahren, was so die neuen Highlights sind. Also es werden diesmal zwei brennende Motor, also in Flammen stehenden Motorradfahrer werden über die Rampen gehen, synchron mit einem Backflip. Und der Schneemobilfahrer wird heuer auch seinen Backflip zeigen. Und das ist schon sehr imposant in der Tipps Arena, weil die ist doch relativ klein. So ein Schneemobil mit 200-300 Kilo, das ist fast so groß wie einen kleinen Wagen. Und wenn das da mit einem Backflip durch die Tipps Arena fliegt, also letztes Jahr haben wir es nicht gesehen, weil er verletzt war. Er hat sich in Zürich vor unserer Show verletzt und jetzt da haben wir kurzfristig jemanden aus Italien holen müssen, der leider keinen Backflip konnte. Diesmal wird es den aber zu sehen geben. Und man kann sagen, glaube ich, es ist eine Veranstaltung für Groß und Klein. Auf jeden Fall. Also wir haben Kids dort ab 4, 5 Jahren, denen das extrem taugt. Also von einem Freund, der Kleine letztes Jahr, der war 3, der hat die ganze Woche ist er daheim gesessen und hat nur brumm, brumm, brumm herumgeschrien. Und bis zu 50, 60 plus haben wir alles dabei. Also ich sehe es bei den Ticketverkäufen und wir haben eine Ticket-Hotline und telefonieren selbst auch mit den Besuchern, die ja Tickets kaufen. Und ja, ist schon imposant, dass die gesamte Bandbreite eigentlich hier kommt, nicht nur Junge und alles ist dabei. Ja, und wir bleiben gleich bei den Kindern. Wir werden uns dann in Kürze noch unterhalten. Es gibt ja heuer einen Kids-Contest. Und bevor es soweit ist, was sich nämlich in Christkirchen und außerhalb der Bezirksgrenze getan hat, das sehen Sie jetzt. Werbung, die hält, was sie verspricht. Dafür steht das Unternehmen MFT, Multifunctional Technologies, in Thalheim bei Wels. Hier trifft Perfektion auf Design und das in 4 Sparten. Eine 15 Jahre lange Erfahrung garantiert den Erfolg seiner Kunden. Da gibt es natürlich ein Riesenspektrum. Sie können vom kleinen Aufkleber bis zur Außenfassadenbespannung bei uns alles haben. Das fällt da alles rein, alles was Digitaldruck ist, sowohl auf Platten, wir haben Plattendruckmaschinen, wir haben sämtliche Digitaldruckmaschinen, alles am neuesten Stand, alles im Haus und deswegen ist auch die Reaktionszeit dementsprechend. Ja. Im neuen Firmengebäude in Thalheim bei Wels wird seit Oktober 2013 Werbetechnik höchster Präzision angeboten. Mittlerweile sind wir sehr stark im Fahrzeugbeschriftungsbereich. Wir haben, glaube ich, im letzten Jahr an die 500, 600 Fahrzeuge beschriftet. Da ist natürlich vom kleinen Handwerker bis zum Konzern alles dabei. Bereits von Anfang an war das Unternehmen MFT durch seine hochtechnologische Mikrofrästechnik erfolgreich. Dazu gesellte sich die Gravur- und Lasertechnik. Für uns wichtig war, dass wir die Verbindung zum Kunden irrsinnig kurz halten und dass der Kunde seine Teile sehr schnell bekommt. Ich bin das gewohnt aus dem Werkzeug- und Formelbaubereich, wo ich auch herkomme. Wir machen aber durchaus auch herkömmliche Gravuren in ganz normale Artikeln. Wird genauso in dem Fall bei uns produziert. Zum hundertprozentig gelungenen Werbeauftritt eines Unternehmens gehören natürlich auch Textilien. Ob per Flexdruck oder Stick, Kundenlogos aller Art werden exakt umgesetzt. Der Kunde kriegt vom Stempel über die Autobeschriftung zu seiner Arbeitsbekleidung eigentlich alles bei uns und jetzt schließt sich der Kreis und ich glaube, das ist ein Bereich, der für uns auch wichtig war. Was immer ein Unternehmen für seinen Werbeauftritt benötigt, es wird bei MFT in Thalheim bei Wels fündig. Von ganz klein bis ganz groß, Markenbotschaften werden auf allen Materialien umgesetzt. Eine Anfrage lohnt sich.
In der Rekordzeit von nur 7 Monaten wurde in Forchdorf das neue Baukompetenzzentrum von Etzihaus aus dem Boden gestampft. Grund genug, dies auch gebührend zu feiern. Am 6. März fand in der vollen Halle die offizielle Eröffnung statt. Das neue Zentrum bietet dem Kunden eine Vielzahl von Vorteilen. Naja, ihr braucht grundsätzlich woanders nicht mehr hinfahren, er findet alles unter einem Dach. Das heißt, nicht nur die Materialien, er findet auch die Küchen, das Ofenstudio und vor allem ganz, ganz wichtig in Zeiten wie diesen der Sicherheit, er hat einen Ansprechpartner. Man ist froh, dass wir endlich fertig sind und ohne unsere Mitarbeiter hätte man das nicht schaffen können und der ganze Familie, die sind tatkräftig hinter uns gestanden. In einer emotionalen und ehrlichen Ansprache schilderte Max Etzenberger den nicht immer leichten Weg zum jetzigen Erfolg und beeindruckte damit viele der Anwesenden. Wenn man die Jahre so zurückblickt, also vom Konkurs, den ich da erwähnt habe, 2001 bis jetzt sind 13 Jahre gerade vergangen und heute haben wir Unternehmen mit 120 Mitarbeitern, machen den Marktführer in Österreich für schlüsselfertige Einfamilienhäuser. Solche Unternehmen sind das Rückgrat eines erfolgreichen Landes. Max Etzenberger hat beeindruckend geschildert alle Höhen und Tiefen der letzten 25 Jahre. Er hat beeindruckend geschildert, wie er praktisch aus dem Nichts so ein Unternehmen mit tüchtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geschaffen hat. Es ist wirklich großartig. Der Max mit seiner Familie ist ein großes Beispiel, wie Wirtschaft funktionieren kann, wie man Ideen umsetzt, mit Herzblut und dahinter steht und auch wirklich was Großartiges draus macht. Erstens einmal, ich bin ganz begeistert von dem, was hier geschaffen wurde von der Familie Etzenberger, ich sage von den Etzis, ich darf das so sagen. Und vor allem, das sind auch sehr wichtige Partner für den oberösterreichischen Wohnbau, für die Wohnbauförderung, für die Häuselbau in unserem Land. Bei der rauschenden Feier mit festlicher Bewirtung und stimmungsvoller Musik durfte man aber eines nicht vergessen. Ab Mitternacht wurde nämlich ein ganz besonderes Jubiläum gefeiert. 50 Jahre Max Etzenberger. Lieber Max Etzenberger, alles Gute zum 50er. Ich wünsche, dass sich die Höhen wiederholen und die Tiefen ausbleiben, die es in den letzten 25 Jahren gegeben hat. Ich wünsche vor allem viel Gesundheit, ein glückliches Leben, in der Familie, mit den Freunden. Lieber Max, alles Gute zu dem 50er. Wünsche dir wirklich, dass du weitergehst, dass du gesund bleibst, dass es dir gut geht mit deiner Familie und mit deinen Vorhaben. Alles Gute für die zweite Hälfte des Jahrhunderts. Mit 50 Jahren, da fängt das Leben ja erst an, habe ich mir sagen lassen. Und was wünscht sich das Geburtstagskind selbst? Die Freizeit lässt sicherlich ein bisschen zu wünschen übrig. Ich habe einige aufwendige Hobbys, wie Reiten zum Beispiel. Da braucht man ein bisschen Zeit dazu und das wünsche ich mir. Frühling beginnt mit einer frischen Idee. Jeder soll das Recht haben, gut auszusehen und sich wohlfühlen. Mit einer großen Auswahl an cooler Mode ist es im Max Center ganz einfach, seinen persönlichen Look zu finden. Die Max Center Fashion Days sind jedes Jahr wieder im Frühling und im Herbst ein Highlight im Veranstaltungskalender des Max Center und bieten natürlich unseren Shops eine tolle Gelegenheit, ihre Modekompetenz zu beweisen. Wir lassen uns auch jedes Jahr etwas einfallen und so haben heuer die Missen und Mister der Miss Austria Corporation einen bunten Frühling voller Mode präsentiert. Vorgeführt werden Funky Streetwear, jung, modern und urban. Man trägt entweder sehr weit und lässig, eng anliegend und cropped oder seidig fließende Materialien mit Print. Da ist für jeden etwas dabei. Es gibt von sehr intensiven Farben, von Blau- und Rottönen bis hin zu sanften Koralltönen und Lachs und unbedingt auch Himmelblau muss dabei sein. Auf der anderen Seite kommen viele alte Sachen wieder zurück. Also Fransen zum Beispiel heuer, viele Taschen mit Fransen, Pullover mit Fransen, das finde ich sehr toll. Und prinzipiell jeder klaubt sich eh das raus, was ihm passt und was ihm gefällt und von daher glaube ich, ist für jeden was dabei. Ich persönlich liebe Röcke, also Faltenröcke, Bleistiftröcke. Also ich finde, das ist einfach sehr weiblich und das gehört im Frühling einfach dazu. Für den Mann gilt, bequeme Mode, lässige Sakkos und in der Slim-Fit-Version sorgt das für eine gute Figur.
Ein Must-Have ist der Trenchcoat. Lässige Details und taillierte Gürtel zaubern für jede Situation eine perfekte Silhouette. Und bei den Damen- und Herrenschuhen ist in dieser Saison alles erlaubt. Man darf auch Farbe zeigen. 2015 die Modetrends Casual. Casual heißt bequem, leger. Vorwiegend maskuline Damenschuhe, diese Schnürschuhe. Slip-on, auch in Espadrilleform, bunt und Metallicfarben. Die Wäsche- und Bademode punktet mit neuen Schnitten und trendigen Designüberraschungen. Die Models der Miss Austria Corporation bringen Mode und sind begeistert von den Fashion Days. Das sehr positiv aufgenommen wird von den Zusehern und es auch Spaß macht, über den Catwalk oder den Laufsteg zu laufen. Also für alle modebewussten Leute, in den Max Center Shops sind sie für den Frühling 2015 bestens ausgestattet. Max Center, Best Shops Inside. Ja, es gibt heuer einen Kids Contest. Kids are the Future heißt so schön. Was kann man sich darunter vorstellen? Ja, also es ist uns sehr wichtig, auch für den Nachwuchs zu sorgen, beziehungsweise dem Georg Fechter, dem Erfinder der Veranstaltung, der Show. Und er hat einen Contest ins Leben gerufen, bei dem unter 10-Jährige einen kleinen Parcours fahren dürfen und wirklich mit den Größen des Sports mit ihren Aushängeschildern abhängen können und es wird dann auch ein Gewinner ermittelt. Das Ganze wird auf Minibikes stattfinden, Mini-BMX, und da suchen wir Kinder dazu. Ja, also das heißt, Kinder sind herzlich willkommen. Genau, also für alle Kinder von 3 bis 8 Jahren, ihr seid herzlich willkommen. Informationen gibt es auf unserer Website, das ist modlinz.at. Bewerbungen einfach an die E-Mail-Adresse info@modlinz.at. Wenn ihr kommen wollt, schreibt uns, dass ihr gut fahren könnt und warum ihr kommen wollt, und seid herzlich eingeladen. Die Besten werden dann ausgewählt. Ja, super. Also wir freuen uns auf den 11. April, das ist ein Samstag, wünschen eine fulminante Show, dass natürlich auch nichts passiert und natürlich viele Besucher. Vielen herzlichen Dank. Besten Dank. Talente sind Chancen, die genutzt werden müssen. Die junge Wirtschaft Christkirchen lädt ein zum Vortrag mit Universitätsprofessor Magister Dr. Markus Hengstschläger am 25. März um 19 Uhr im Veranstaltungszentrum Mangelburg, Christkirchen. Ostermarkt am Liersenhof, tolle Deko-Ideen, Kunsthandwerk, Pflanzentöpfe, Körbe und vieles mehr. Ab sofort geöffnet für Sie in Lampersdorf 2 in Rottenbach. Mehr Infos unter www.liersenhof.at. Ja, das war unser Blick in die Bezirke Eferding und Christkirchen. Ich sage danke fürs Dabeisein, freue mich jetzt schon wieder auf die nächste Sendung. Ja, und nicht vergessen, unter www.ht1.at oder auf Facebook haben Sie die Möglichkeit, alle Berichte nochmals zu sehen. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut, auf Wiedersehen.